So sieht man sich wieder bei Pokémon Saphir. Pokémon, hab ich was gemacht? Nö. Weiß ich gar nicht. Egal. Wir haben den ersten Orden? Ja, Mama, wir haben den ersten Orden. Gut, dann geht's weiter. Hier wurde einem doch irgendwas geklaut, ne? Kann das sein? Das war so, ne? Hier wurde einem was geklaut. Dem Devia, Devio, Devon, Corporation, alles was man im Leben braucht. Wir stellen es her. Ist ja eklig. So, da steht auch schon. Oh, du bist es. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, der Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon Environment zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Und ich kann nicht aufhören. Ich weiß gar nicht, welche Akzente der Typ hatte. Deswegen muss ich so sprechen. Ja. Mit der little bit American Akzent. Ja, ja. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Auf jeden Fall, kleiner Mann. Auf jeden Fall, Lutscher. Nein. Lutscher Rises. Ich weiß gar nicht. Wer kennt auch noch Lutscher aus Pokémon Blatt Grün von mir? Vielleicht kennt ihr das noch oder vielleicht habt ihr das noch nicht gesehen. Guckt es euch nochmal an. Ja. Lutscher, ein altbekannter Knirps, der mir da schon auf die Eier ging, ja. Also bis jetzt habe ich den jetzt Saphir und ja, Blattgrün habe ich bis jetzt immer Lutscher gesehen. Habe ich einen Lutscher gesehen? Ja. Mir fehlt bis kann sein, dass ich mir bei Kristall Ausschneider nicht drauf geachtet habe. Na jetzt so spezifisch, ja. Aber ein Kratzer, ich brauche den geilen Verband. Ja. Das kommt davon. Nenzada. Was wird aus einer Zada eigentlich, ey? Weiß ich gar nicht. Ich bin mir überlegen, ob ich mir so eins holen soll. Ich meine, ich bin jetzt eh erstmal das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich das mein Team fast schon zusammen habe. Ist totaler Quatsch. Man muss das nachher ein bisschen noch anders zusammen kleben, ja. Vivien werde ich eh nicht behalten, glaube ich nicht. Papinella werde ich auch auswechseln. Trassler nicht, Trasslers Psycho ist eigentlich ganz geil. Nachher Guardabai hat einen hohen Spezialangriff, so viel ich weiß. Wenn nicht, dann auch nicht. Haut nachher bestimmt rein, wenn ich es richtig trainiere. Schwalbos werde ich nachher vielleicht zum Fliegen brauchen. Oder nachher gegen Rayquaza austauschen, wenn ich mir das fange, ja. Lombrero, ja, müssen wir mal gucken, wie ich das handle, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Und da ist noch ein Käfersammler, an dem ich einfach mal gepflegt vorbeilaufe. Schutz, Mama! Nein, Schwalbini! Ich bin Schwalbini, ich muss mal vor dir auftauchen. Oh, er kennt Adrenalin, ja. Schwalbini steht unter Adrenalin, deswegen auch so ein roter Kopf, ja. Er hielt dich ja nicht für möglich. Ach komm, hier. Meine Käferbogen sind stark, lass uns kämpfen. Okay. Hol dir halt einen Tritt ab. Das ist nicht mein Problem. Käfersammler Eros. Lustige Anekdote. Eros, ja. Ich weiß nicht, wer in Kiel wohnt. Eros ist da im Puff, ja. Ihr fragt jetzt nicht, wo ich das weiß. Aber das ist echt so. Ihr wisst ja auch, ich gehe in Kiel zur Schule nach, wenn ich jetzt Blockunterricht hab, ne? Und meine Klassenkameraden gehen da immer hin. Was heißt immer, aber wenn die unterwegs sind, gehen die meistens da hin. Man denkt mal sich, obwohl, vor allem, ne, gehen da immer hin, wie sie das schon klingt. Aber ist echt so. Die gehen fast jeden Abend dahin und verprassen da Geld, ey. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, ey. Jetzt mal die Frage an euch, wenn ihr so die Entscheidung hättet, würdet ihr lieber in den Club gehen, da saufen? Was heißt saufen? Aber da tanken ein bisschen, ne? Und da eine Olle aufreißen für umsonst, ja. Oder geht ihr lieber nüchtern in Puff und besorgst irgendeine Ollen, die vielleicht nicht mehr richtig Deutsch kann. Also ich bin da ja, obwohl ich ja weder noch tue oder tun würde, ja, weil ich da nicht der Typ für bin, würde ich ja eher so, weiß nicht, ich würde lieber in den Club gehen, wenn ich jetzt die Entscheidung dazwischen, nur so Todesentscheidung, so ja, mach dies oder das oder du stirbst. Na gut, ich würde sterben wählen, aber jetzt mal so, na, sachlich gesehen. Ich weiß nicht, aber ohne Scheiß. Toll, dass ich da jetzt drauf komme. Hm? Pokémon und Puff, jo, alles klar. Hier bin ich richtig. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Ja,
Und wenn nicht, gehst du geh zu Eros, der braucht noch Hilfe. Der war scheiße, der war so richtig scheiße. Ich kann ja aufhören zu lachen, Alter. Speckschicht von Meryl. Das fand ich, das ist jetzt rassistisch, oder? Ist es rassistisch? Meryl, so fett ist Meryl nicht. Ich dachte, Meryl ist so ein Ball. Denn ist Pummelhof aber auch fett. Hat das auch Fettschicht? Ich weiß es nicht. Oh, das kommt auch wieder, wenn man Energy trinkt, ja. Ja, dann wird schon so aufgedreht, das ist unfassbar. Vor allem freue ich mich auf den heutigen Abend, ich glaube, dieser Part kommt erst später. Ich habe das keinen Bock jetzt auszurechnen. Aber heute ist Last Man Standing. Richtig, heute ist der 1.3. Alter. Da habe ich so Bock drauf, ey. Pete's Meat gegen Let's Play 2, ey. Das wird so dermaßen der Hammer, ey. 8 Stunden. 8 fucking Stunden, Alter. Wuhu! Kann ich nur sagen. Ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr habt das dann nachher auch gesehen. Oh, ich feiere das jetzt schon. So, alter Mann. Komm. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über Berge. Über den Berg. Mach das. Wanderer Lucius. Mit einem Kleinstein. Also ich hätte im Endeffekt jetzt gar nicht trainieren müssen, ja. Kugel sah sich auch nur ein bisschen aus, als wenn Lombrero mit Kacke schmeißen würde. Ne? Jetzt mal so. Ich weiß nicht. Dünnpfiff nicht unbedingt, aber so. Ich will mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, wie der das in der Animation macht, ja. Machen würde. Das wäre echt eklig, ey. Kugelsaat. Ja, das wäre echt eklig. Haben wir irgendwas anderes, was auch dagegen angehen kann? Ne? Ja, ich weiß, Papinella, ne? Hat auch Absorber, aber, ne? Ja, Absorber, und das war's eigentlich auch schon. Da muss ich mir nochmal ordentliches Wasser- oder Pflanzen-Pokémon fangen. Lombrero ist jetzt eher erstmal so zum Übergang. Mal gucken, wie stark es nachher wird, was es nachher alles kann, ob es dann nachher Solarstrahl oder Hydropumpe lernt. Weiß ich im Moment überhaupt nicht. Müsste ich vielleicht nachher mal nachgucken. Level 15, Mama. Ach ja, Lutuzel hat sich ja entwickelt auf Level 14 zu Lombrero. Das ist ja... Ich habe mich schon gewundert. Oh, Lombrero. Ich hab doch Lutuzel. Da war ich ein bisschen trainiert vor ein paar Tagen. Und dann habe ich sie erstmal alle auf durchschnittlich Level 14 gebracht. Bis auf Jungblut. Aber naja. Verlierer erschöpft mich. Ja, ja, aber dich wohl erschöpft, Alter. Das ist deine Erregung. So. Was ist hier los? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeuge zu graben. Als so ein Idiot mich verjagt hat. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie können einen Aufruf veranstalten. Da arbeiten wir ohne schwere Maschinen im Tunnel. Ich befürchte, dieser Idiot wird irgendetwas Dummes tun und die Pokémon in Aufruhr versetzen. Ja, das war der, wie heißt er? Da. Der. Da oben sehen wir schon, wo wir Geheimversteck aufbauen könnten. Ja. Aber stehe ich hier nicht so. Ah, hier unten auch. Oh mein Gott. Aber da war ich nie so der Fan von, ja. Oh, was mache ich nur? Pecco und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir meinen Liebling Pecco geklaut. Oh, Pecco! Ja, ist okay. Alter, krüppiger Mann. Flurmel! Stirb, Flurmel! Einfach nur so eklig, ey. Flurmel! So geiles Pokémon, einfach nur ein. Ich weiß nicht warum, aber... Ist das neue Pummelluft für mich, ja? Flurmel! Wuff. Da ist Pecco mit dem Aquatypen. Und wir haben ein Pokémon gefunden. Yay! So, auf. Wir fangen mit Trassler an. So. So. Oh, Mann. Ich hätte gern Rabautz, aber ich glaube, das kann ich hier nicht kriegen, oder? Rabautz? Ich hätte nachher gern Kikli, deswegen. Confusio! Flormel! Ich frag mich aber nicht, nachher zu Killia werde. Ich glaube, auf Level 16, was auf Level 16?
Ich habe gerade leider keinen Geizhorn, deswegen kann ich es leider nicht verraten. Okay. Ist das eklig? Ja, ich guck gerade nebenbei Fernsehen wie immer. Und ProSieben sendet gerade irgendeinen Müll. Aber so richtig. Naja. Hallo. Oh, was? Du willst gegen uns antreten? Na dann hol dir eine Tracht Prügel. Komm her! Man sollte sie alle Kriel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nur eine Flucht. Habe ich einen Fluchtweg in diesem Tunnel nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Ja. Ich glaube, ich weiß, welche Pokémon er meinte mit, Lärm? Was hat er gesagt? Lärm? Empfindlich? Hat er das gesagt? Lärm empfindlich? Weil... Ach, das hat gar keine Wirkung auf Unlicht-Pokémon. Ah, oh, ich bin ja so intelligent heute wieder. Ich denk ja schon wieder so richtig mit, Mama. Komm, Jungblut, haus weg da. Wo war ich denn geblieben? Richtig lärm für dich. Das ist jetzt Flurmel. Wer es nicht weiß, ich glaube, Flurmel entwickelt sich nachher zu Krawumms, ne? Oder? Krawumms? Nee. Das ist nicht Krawumms. Flurmel entwickelt sich zu... So einem... Mit so einer großen Fresse... So ein Vieh, das so eine große Fresse hat. Ich weiß nicht... Wie heißt das denn, ne? Kramurks hat der Vogel... dieser komische Unlichtvogel, ja? Arr, so läuft es! Okay. Und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Jojojojo. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Shop sei einfaches Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devon zu stehlen. Zäh. Wenn du so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Yay. Tschüss. Komm mich mal wieder besuchen. Pecco, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bragg. Und du bist... Ah, du bist also Tobias. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Wingul! Ich musste kurz überlegen, was auf Deutsch war. Ne? Ach, dafür brauche ich Zertrümmerer. Und den habe ich natürlich nicht. Flurmel! Lärmschutz. Das wird so... Wie heißt das Ding denn? Krawumms? Krawumms? Krakelo! Krakelo! Zum Krakelo wird das Vieh! Und dann... Und Krakelo wird nachher zu Krawumms. Aber das glaube ich in der... Erst in Diamanten möglich, oder? Ist ja auch egal. Na? Na, mit Flurmel kann ich sowieso nichts anfangen. Flurmel! Song. So. Hada. Dieser dämliche Idiot ist aus dem Tunnel abgehauen. Ist aus dem Tunnel abgehauen. Ich kann weitergraben. Dann geh doch. Du Opfer. Hallo. Um ohne diesen Tunnel nach Wiesepur zu kommen, muss man das Meer bei Faustau Hafen überqueren. Nach Graphitport City segeln und durch Malmfrost City reisen. Ja, nee, ist klar. Der Metaflur-Tunnel. Zunächst hatten wir ein großes Team, das mit schweren Maschinen durch den Felsen brechen sollte. Da mussten wir die Arbeit stoppen. Es stellte sich heraus, dass sich unsere Arbeit negativ auf die wilden Pokémon dieser Gegend auswirkte. Und da haben wir nun nichts mehr zu tun, außer hervorrumte. Toll! Eine Hütte voller Hartz-IV-Empfänger! Ist das nicht geil? Nein, es ist nicht, what the f... Leck mich doch. Da ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur kriegt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, dass Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gehen, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Ah, drei Schwule und ein Hartz-IV-Konto. Alter. Warte, ich mach jetzt mal Schutz an, einfach. Da. Ja. Jetzt kann ich nämlich einfach nach Hause laufen, Mama. Hey, hallo. Oh, und? Wie sieht es aus? Die Devon Warren? Du hast es geschafft, du hast es Job bekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Super Bowl schenken.
Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Nein. Dies ist die zweite Etage Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deinen Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich bitten, es zur Werftografie Port City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es in diesem erneut in die Hände fallen würde. kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, ich kann nicht Ach sagen. Ach, da folgt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Das ging schnell. Oh, der Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Bitte, hier entlang. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Gut, dass ich es auch gelesen habe. Du hast unsere Mitarbeiter nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klammer geholfen. Du bist so awesome gefährlich. Du warst so awesome, that Scheiße. Ich weiß nicht, ich komme da jetzt nicht auf das Wort. Dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werftografie Port City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch noch in den Fausthauhafen halt machen und schon in Fausthauhafen einen Brief von mir überbringen? Klar, ich bin der Backesel. Yay! Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zurückbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Dieses Gerät. Der Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator, oder kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Hoenn. Du kannst ganz leicht herausfinden, wo die Orte Fausthauhafen und Graffiti Port City liegen. Hier ist klar. Du gibst mir ein Gerät? Rekapitulieren wir das mal. Du gibst mir ein Gerät, mit der ich deine die Arbeit, die du mir aufträgst, schneller erledigen kann. Ja klar, ohne Gegenleistung. Ja, klar. Gut, wir sind ein paar von Pokémon, ich hoffe, es gefallen. Und bis dann, ciao.